Hallo und herzlich willkommen zu einem Video von mir bei Tax hier, mal wieder auf der Blumenwiese. Hier haben wir gestern aufgehört mit dem Turm bauen. Den großen, da oben ist er. Und heute geht's weiter. Also, let's go. Ich habe schon ein bisschen gefarmt. Ich brauche ja wieder Materialien. Ich habe allerhand Steine geholt, verschiedene Sorten wieder, was wir so brauchen. Noch reichlich, vor allem vor den schwarzen immer zwischendurch reinsetzen, haben wir gesagt, dann machen wir die noch dazu. Habe ich noch die können dazu packen und noch welche dazu schaffen. Dann die Korallen noch dazu. Der sieht, habe ich auch dabei. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Denn mein Pickaxe-System soll ich reparieren. Also wie lange das noch durchhält, ob ich dann zwischendurch nochmal loslaufen muss, das zu reparieren, muss ich dann sehen. Aber wird tatsächlich zwischendurch auch mal Nacht werden, dann kann man dann nochmal losdüsen. So, mal gucken, ob ich das so jetzt hingepackt kriege. Dann werden wir jetzt nochmal ein bisschen was von den Blöcken machen hier, genau. Wir wollen jetzt natürlich hier das Schiff von dem Turm machen. Der Turm ist ja jetzt hier von der Seite zu sehen. Und jetzt muss hier das Schiff hin. Die möchte ganz gerne höhere Fenster haben, weil sie in der Kirche nicht gleich vorne an sind. Und man müsste ein, zwei Blöcke hochgehen, bevor das Fenster beginnt. Und dann vielleicht vier Höhe, brauche ich ja mindestens sechs Höhe, wenn nicht sogar acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs bin ich jetzt da. Ach, das heißt, wir würden höher kommen als der Turm. Das ist nicht das Problem, man kann das ja wieder wegnehmen. Macht wahrscheinlich auch am meisten Sinn. Und mal gucken, wie ich da den Übergang hinkriege. Also ich muss jetzt wieder anfangen, meine Blöcke zu setzen. So, dass es alles schön durcheinander ist. Damit das wieder schön konfus aussieht. Na. Entschuldigung, dann schauen wir noch mal das. Können wir hier noch mal den hinsetzen, so. Sieht man von außen jetzt eh nicht, ist von innen her zu sehen. Ein schönes Kuddelmuddel hier alles, aber okay. Die Gerüste habe ich denn die getan. Ich habe ja nur nicht alle verbraucht, da sind sie. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ich würde erstmal hier die Wand weiterziehen. Machen wir das mal so. Damit das nicht so ewig dauert. So. So. Und so. Und hier meine Koralle hinpacken. Und hier ein schwarzer Stein hin. Und der kommt dahin. So könnte man das machen. Den dahin und dahin. Das ist natürlich jetzt doof. Obwohl, man kann es auch mal lassen. Man kann ja ruhig mal auch mal nebenan setzen. Man muss das auch nicht zu sehr übertreiben. So. Und den dahin. Irgendwo, das ist auch da unter wieder. Jetzt, das gefällt mir da nicht so gut. Klar, einmal wird es so weit kommen, dass du den brauchen wirst. Das ist so. Eine Wiederholung musst du irgendwo haben. Aber sie muss ja nicht zu häufig sein. So. Die Gerüste habe ich mich hier hingetan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann weiß ich schon mal, bis wohin ich hoch muss. Wenn wir hier, also das praktisch so das Dach endet, würde unsere Mauer dann praktisch auch aufhören. Und dann setze ich jetzt hier den hin. Auch wenn die nebeneinander sitzen, ist mir jetzt erstmal egal. Dann können wir den schwarzen hinpacken. Und den. Und den dahin. Und den können wir da hinsetzen. Den schwarzen nächsten setzen wir mal dahin.
Jetzt wisst ihr, ob ich den da schon gesetzt habe. Noch nicht so häufig. Kann ich den da hinpacken. Und dann kann ich hier nochmal den mal glatten hinpacken. Den machen wir auch dahin. Und der dahin. Hier, das hier. Und dann mal vor unten, wie das aussieht. Wenn man das dann so häufig ist, das kann man ja ganz schnell sehen von hier. Von hier gucken. Kann man so lassen, ne? Ja, genau. Kann ich schon schlafen? Ja, schlafen wir mal durch. Heute bin ich allein auf dem Server. Vorhin war Google noch online. Hat seinen Stream gemacht. Ich habe jetzt extra gewartet, bis der Serverneustart durch ist, damit ich nicht mitten im Stream unterbrechen muss. Und dementsprechend bin ich jetzt erst online. Sonst hätte ich schon früher anfangen können. Ich war eben noch auf Craycraft.eu unterwegs. Da ist auch der Gusi heute unterwegs. Mit der Sumsi zusammen. Das können wir hier nochmal ändern. Ja, das war verkehrt. Den dahin. Und jetzt müssen wir gucken, wie hier nämlich da oben hin. Ich habe den doppelt. Dann kann ich jetzt theoretisch den eine Siedel hinpacken. So, damit fangen wir jetzt hier auch an. Den daneben. Und den hatten wir da. Bin heute nicht so ganz fit von der Stimme her. Liegt aber wahrscheinlich mal ein Heuschnupfen. Ich hoffe, das funktioniert einigermaßen. Aber ich wollte unbedingt heute weitermachen. Ich wollte das irgendwie. Habe ich das fertig kriegt, weiß ich noch nicht. Das muss ich gucken. Ist auf jeden Fall eine Menge Arbeit hier. Denn vor allem, wenn ich die ganze Fläche machen will, jetzt habe ich den Bereich fertig. Und jetzt habe ich hier mal drei zwischen. Also hier wird ein Fenster hinkommen. Man muss auch hier ein Fenster bekommen. Ist die Mitte. Zack, 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 zack. Zwei haben wir gesagt, frei machen. Eins, zwei, drei. Ist das hoch genug als Fenster oder muss ich das höher machen? Ich weiß das noch gar nicht. Theoretisch müsste man es höher machen, aber dann wird das Dach auch noch höher werden und ich weiß, ob das jetzt zu viel ist. Ich lasse es erstmal so. Hier im vorderen Bereich werde ich jetzt kein Fenster machen, weil ich möchte gerne einen Stein haben, ein frei, also Fenster und noch eine Steinreihe machen. Daher passt das so ganz gut. Und hier nochmal hinsetzen. Sieht da packen, den packen wir auch da oben hin, glatten Stein nach unten und nach da. So habe ich zwar unten auch schon, aber irgendwo wiederholt sich das natürlich immer wieder, weil ich will auch nicht immer jetzt alles komplett gleichmäßig machen. Wichtig ist, dass es durcheinander ist. Ne? Das Ganze wird nachher noch viel schöner werden, wenn man dann die ganze Aufteilung ein bisschen anders hat. Also verschönert mit Ranken dran. Ich habe ja hier drüben auch ganz viel schon angefangen mit Blättern zu verzieren. Finde ich eigentlich sehr schön. Sieht natürlich mit den Better Leaves noch ein bisschen anders aus. Also ohne das will das natürlich nicht so bauschig hier. Viele machen das immer nur so eine Reihe. Und ich habe gesagt, ich baue die noch ein bisschen vorne raus. Habe hier Zäune gesetzt. Das ist dann wie, da ist das, dass die Pflanze praktisch am Haus befestigt und wächst nach oben. Damit das ein bisschen stimmig aussieht. Genau. Jetzt kommen wir wieder zum Fenster. Dahin passt der da ganz gut hin. Dann machen wir den nach da. Den machen wir dahin. Kommt der dazu? Ah, den hatten wir gerade erst. Und ich habe auch gesehen, die sind genau gegenüber. Das würde ich auch nicht haben. Machen wir das so. Das zweite Fenster. Vielleicht mache ich auch wirklich nach oben noch den weg und mache das Fenster ein höher. Das muss ich dann mal gucken, wie das aussieht. Jetzt muss ich wieder zwei Reihen machen. Kann ich eine Koralle hinpacken. Den dahin. Den dahin. Das gefällt mir oben nicht. Das ist immer gar nicht so einfach. Wenn man so einen Quatsch ausdenkt, dann muss man da auch irgendwie durch. Ne?
So, also. Können wir die Ziegel hinpacken? Und da oben packen wir jetzt den hin. So. Genau. So, das sieht auch ganz gut aus. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, ich möchte jetzt hier so ein zusammenhängendes machen. Ich wollte das jetzt wirklich komplett stückeln und wie beim Turm das auch so beibehalten. Also, das kann man auch gut machen. Das sieht auch immer sehr nett aus. Das habe ich jetzt zu viel gemacht, weil hier ist das Fenster eigentlich hinkommt. Auch wieder typisch für mich. So. Das heißt, wie haben wir das jetzt eben gehabt? Wir haben den letzten da gehabt, dann können wir den hier hinpacken. Den nach oben, machen wir den dahin, können die Koralle hinpacken, den glatten Stein, den Andesit dahin, genau. So. So. Genau, so wie dann erkannt ist, müssen wir hier wieder weiterarbeiten. Hier mache ich mal zwei Reihen davon. So, dann haben wir wieder die Mitte. Jetzt müssen wir wieder sehen, dass wir das Fenster dahin kriegen. So, sind wir fast eine Wand schon am Ende. Mal sehen, wie das bis jetzt aussieht. Bin mal gespannt. Wenn das Dach näher noch oben drauf kommt. Ich glaube, das sieht nicht schlecht aus. Die Frage ist jetzt, ob man noch eine Abstufung macht. Ich habe viele Kirchen gesehen. Hast du halt einen Teilbereich, den geht es ein bisschen tiefer, geht es ein bisschen tiefer, wo dann ist es ja zu flach, weil ich will hier dann auch das Dach natürlich gestalten. Mit Rundbögen und sowas. Das wird alles noch lustig werden. Also, das habe ich wie gesagt noch nie gebaut. Und wenn ich mir angucke, wie hier die ganze Außenschicht mich schon aufhält, wie lange das alles dauert, ist das schon Wahnsinn. Ich beneide immer die Leute, die sowas irgendwie aus dem Stegreif einfach so machen können, weil sie das irgendwie gewohnt sind. Ich finde das ganz schön schwer. So, den dahin, dahin. Auch wenn er doppelt ist, ist jetzt egal. Ja, man muss es jetzt nicht zu sehr übertreiben, obwohl das gefällt mir jetzt wieder nicht. Den setzen wir mal einen höher. So, das ist ein bisschen aufgelockerter. Der ist da oben, das passt auch. Den machen wir dahin. So, dann haben wir jetzt wieder die Mitte. Dahin machen und den dahin machen. Da sind wir auch mit der einen Reihe fast durch. Sehe ich den falschen, ich wollte die anderen haben. Also machen den dahin, den da drüber. Koralle hatte ich gerade erst. Mache ich den da. So. Ich glaube schon, dass das ganz gut aussehen wird nachher. So hätten wir das jetzt.
Wenn das kann ich sehen lassen. Habe ich jetzt eigentlich ein Fenster vergessen? Ne, das ist hier das letzte. Und die Ecke bleibt frei. Das ist okay. Das gleiche muss ich natürlich auf der Seite jetzt nochmal machen. So, erstmal um die Ecke rum. Kommen wir jetzt mal weiter. Natürlich für euch ein bisschen langweilig zuzugucken von der Sache her. Aber es nützt nichts. Ich muss das ja machen. Und ich werde das jetzt auch im Stream begleiten. So. Nee, das ist doof. Gerade hinpacken. Und dann können wir hier nochmal irgendwo einen Bruchstein reinmachen. Das sieht mich auch immer sehr cool aus. Den da. Oh, jetzt habe ich hier so einen. Egal, das können wir trotzdem machen. So. Mal wieder schlafen gehen gleich. Das wird schon ein echt großes Gebäude. Das ist schon nicht schlecht. Ich darf doch nicht. Okay, es ist noch nicht wirklich Nacht komplett. War ich ein bisschen früh dran. Müssen wir noch was nachtanken an Materialien. Oder soll ich hier draußen vielleicht mal eine Fackel hinpacken? Es ist doch recht hell hier draußen. Ey, es ist mein Bett. Genau. Das ist das Baustellenbett, da hast du gar nichts zu suchen. Ein bisschen aufpassen jetzt nicht, dass ja hier Mobs gespawnt sind. Und dann wie den Creeper explodiert und ich dann alles normal machen muss. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Also. War ich stehen geblieben da. Ja, das ist der Murks. Herr Tux, das ist ein Murks. Absoluter Murks. So, den mache ich dahin. Ich höre was. Was ist da drin? Da habe ich einen Hohlraum unter. Und das kann natürlich auch mal sein. Ich habe hier immer Hohlraum unter. Vielleicht mache ich die Seite auch noch irgendwie Fenster hin. Ich lasse das jetzt erstmal weg. Müsste, wenn ihr auch große Fenster seid, ich baue das ein paar ohne. Das kann man dann immer noch entscheiden nachher, wie man das haben möchte. So, ja, das sieht gut aus. Das ist dann da. Mal hier noch mal ein mehr hin und den da. Wenn man das mal ein bisschen doppelt macht, ist es nicht so schlimm. So. Und den packen wir jetzt dazwischen. Das muss man echt wirklich doppelt machen, weil man ganz sonst gar nicht hinkommt. Das nützt nichts. Man hat eine ganz schöne Höhe. So, machen wir weiter. Koralle dahin packen. Den da drüber. Und den da hinsetzen. Den da. Den da. Und den da. Machen wir das so. Den dahin. So. Da, 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 da. Dann kommt dahin. Den mach ich mal dahin. Und dann nach da. Dann kommt dahin. Dann kommt da drunter. Dann nochmal. Und welcher fehlt da jetzt noch in der Reihe? Außer der Schwarze. Ich mach den nochmal dahin. So. Dann wieder Murks gemacht. Zack. Muss natürlich erst der sein und dann der. Dann sieht das da besser aus. Genau. Da muss ich mal gucken, hier habe ich die beiden gesetzt, erstmal als Sicherheit, damit die Villager nicht runterfallen. Das muss ich dann nochmal anpassen, dann, so wie ich das brauche.
fehlt noch der. Und der dahin. Eine Koralle da rein. Dann bist du wieder noch schwarz, habe ich ja auch noch. Den packe ich nochmal dahin zum Beispiel. Das war wieder verkehrt. Der war auch verkehrt. Was mache ich denn da? Den würde ich haben. Verrutscht er mir jedes Mal hier. Das ist doch doof. So. Sieht. So, das da. Das da. Ich habe gerade meine Behutsamkeit gerade nicht dabei, so richtig, weil die erst repariert werden muss. Das ist schon ein bisschen doof. So. Ne, verkehrt. Nochmal. Den muss ich auch nochmal wegnehmen. Hier kann man sich auch so hinstellen. Dann sieht den dorthin. Nochmal eine sieht dazu. Dort hinten läuft lieber Creeper rum. Habe ich meinen Bogen, habe ich doch mit. Und dann schauen wir, zack. Und getroffen, yay. Das sieht heute jetzt voll kacke aus. Jetzt habe ich zwei davon gleich nebeneinander. Das mag ich nicht. Was haben wir denn da, da, da. Das reicht so. Wie machen wir dazwischen jetzt? Den, so. Den dahin, dahin. Habe ich auch keinen mehr davon. Da ist er doch. So, zack. So. Ja, es sieht schon sehr konfus das Ganze aus, aber ich finde, es hat was. Es ist was Schönes. Hier kommen eventuell, wie gesagt, noch Fenster in der Mitte, weil hier kommt der Altar hin. Guckst du in die Kirche rein. Aber ob ich das jetzt alles heute mache, weiß ich noch nicht, weil das Ganze doch ganz schön viel Zeit in Anspruch nimmt. Das habe ich eben schon erzählt. Ich wiederhole mich, ich weiß, ich bin schon müde, ist schon spät. Den dahin. Dahin. Da muss natürlich aufpassen, ich habe ja hier unten noch Steine eingebaut. Ob ich die nachher nochmal mischen muss oder sollte. Das wird schon viel ausmachen, wenn ich nur den anders nehme. Den dafür nehmen, sieht das schon ganz anders aus. Genau. Habe ich denn keinen glatten mehr? Das ist klar. Und der muss noch da, genau. Zack. Runtergefallen. So hin, so hin und so hin. Ne, ist auch doppelt. Soll ich zweimal doppelt? Das ist doof. Einmal doppelt ist okay, zweimal doppelt ist kacke. Hier habe ich jetzt auch ein Fenster gesetzt, weil ich hier draußen die Pfeile habe. Also ist das noch die Mitte. Gut zu sehen. Kommt dann noch da. Auch wenn hier unten schon was ist. Können wir den nochmal wegnehmen und dafür den hinsetzen. So. Die sind wieder nebeneinander. Das möchte ich ja nicht. Den kann ich noch da machen. Kommt der da hin. So, und dann da. Falle ich immer runter? Das will ich ja auch nicht.
Nehme ich auch zweimal hintereinander. Ist jetzt mal okay, wenn es zwischendurch mal ist. Sollte aber nicht zur Gewohnheit werden. Genau. Was fehlt mir jetzt hier? Den kann ich auffüllen, den kann der weg. Mir fehlt jetzt dieser glatte Stein. Mir fehlt der andere, der sieht, dass der poliert ist. So. Den mache ich mal dahin. Und den dahin. Das ist jetzt schon wieder zu vieles, ne? Ich habe hier die Tür. Die müssen ja nicht frei bleiben, weil da kommt das Fenster wieder hin. Einer mehr sogar noch, okay. Zack. Den da, den da. Nein. Den da und den da. Das kann man auch so lassen. Kann man auch von hier jetzt besser sehen. Schauen wir mal, ob das jetzt besser geht. Oh, ich habe lange keine Koralle dran gehabt, sehe ich gerade. Die ist auch mal wichtig. Wir sind dahin. Schwarz habe ich jetzt öfter dran gehabt. Der ist auch überflüssig, weil ich habe ja gerade den da drüber. Da sind auch zwei übereinander, das möchte ich auch nicht. So. So, und der letzte oben drauf kriegt jetzt was für einen. Da kann ich jetzt den poliert nochmal machen. Und es ist schon der Nacht. Die nächste Nacht ist da. Hey, Gulfrost, hi. Noch gar nicht gesehen, gar nicht drauf geachtet. Ich bin so vertieft in meiner Arbeit hier, weil das so extrem ätzend schwierig ist, das immer abwechselnd zu machen, damit ich auch ja nichts doppelt habe, dass ich da gar nicht drauf geachtet habe. Jetzt habe ich doch hier schon wieder den nächsten. Okay. So. Wieder verkehrt. Machen wir den dahin. Wo habe ich jetzt die Koralle gehabt? Da unten passt da prima hin. Der kann dahin. Und den dahin. Und unten machen wir den. Zack. Und wir müssen noch eine höher, sehe ich gerade. Wie viel habe ich denn jetzt? Eins, doch drei Fenster hoch war das, genau. Das passt schon. So. Habe ich noch genug Nachschub, der dafür, der ist dafür. Ja, ich habe noch genug Steine fürs Erste. Hier unten ist das normal. Fange jetzt mit dem an. Und da unter. Wo ist der andere sieht, da ist der andere sieht, den kann ich dahin. Kann die Mauer hinkommen. Koralle. Und den Polit, der andere sieht. Okay. Nächste Fenster wäre wieder hier. Das schon mal im Hinterkopf habe. War übrigens ein schöner Stream von dir. Hast du schon am Basteln? Ich war jetzt nicht die ganze Zeit mit dabei, weil ich nebenbei auf einem Server noch zugange war. Aber im Großen und Ganzen macht das halt immer Spaß, mit dir zu gucken. Weil du auch extrem kreativ bist. Das ist schon ein Augenschmaus, sag ich mal so. Wollte man das jetzt nennen, so. Wir den dahin. Das wieder Murks. So. Und den dahin. Ja,
Aber wir schaffen es, wir kriegen das schon hin. Wird aber wird's fertig werden. So. Und den dahin, da kann ich jetzt hier die nächsten Ziegel hinpacken. Und dann kommt hier, habe ich jetzt zweimal untereinander wieder. Das Doofe ist, dass ich gerade Behutsamkeit gerade habe, weil ich reparieren muss. Kriegt er immer nur Bruchsteine aus. So. Dann sind wir wieder hier angelangt. Da habe ich den glatten Stein, dann muss ich den zwischen den setzen. Und den. Machen wir den da oben hin. Und haben damit das nächste Fenster wieder vorgesehen. Endermann, hallo. Erschreckt mich doch nicht so. Na, das finde ich doof. Ich will den schwarzen packen. So, zack. So. Den dahin. Nächste Fenster. Sind das überhaupt drei Stück? Bitte. Ja, das sieht eigentlich voll schmal aus. Okay. Optische Täuschung. Den dahin. Also überlegt euch das gut, ob ihr sowas bauen wollt oder euch so viel Mühe machen wollt wie ich. Ich habe schon wieder keine Adresse mehr von den polierten. Oder so rum. Weil der passt da jetzt ganz gut hin. Damit beginnen wir auch jetzt hier oben. Noch haben wir ein Fenster frei, bevor es losgeht. Kommt er dahin. Den dahin. So. Haben wir wieder die Mitte. Jetzt müssen wir wieder das Fenster bauen. So. Haben wir es auch gleich geschafft. Heieieiei. So. Den kann ich da hinsetzen. Kommt der da unter? Kommt der? Der? Der. Hier kommt das ja kein Fenster mehr, habe ich ja drüben auch nicht. Aber ich kann hier nochmal wieder einen schwarzen einsetzen. Too much. Auch wenn es schön aussieht, ja, kann man machen, aber ich wollte das ja jetzt anders aufbauen. Wenn ich das nochmal anders machen möchte, weil ich mir denke, es macht vielleicht doch mehr Sinn, das Ganze ein bisschen strukturierter zu machen, kann ich das immer noch machen. Ich weiß, dass das verdammt gut aussieht, wenn man dann auch mal den zweiten Stück vom gleichen übereinander hat. Das macht auf jeden Fall schon was aus, so ist das nicht. Ich weiß, wie das aussieht und dass das auch eigentlich was Schönes ist, das so zu machen, aber ist jetzt nicht das, was ich jetzt machen wollte und deswegen muss ich mich hier schwer tun. So. Noch Polyanthese sieht und ich muss was essen. Das kommt noch dazu. Happa, happa. Und ich finde, sogar noch fertig, bevor der Tag zu Ende ist. Wie weit steht die Sonne? Ja, das schaffe ich locker. Okay. Ist ja nicht mehr viel. Habe ich noch geschliffen Anthesit. Was ich noch gar nicht angebaut hat, ist der glatte Stein, aber ich glaube, der wäre auch zu much. Also es wäre zu viel. Habe ich noch irgendwo was nicht genug? Dann brauche ich die noch. Genau, und dann kann ich jetzt die verwandeln. Sollte ja für das Stück jetzt reichen. Haben wir jetzt fast rum geschafft. So. Den dahin. Dahin. Dahin packen wir ein. Koralle. Ein schwarzes Steinchen. Und den nochmal. Den dahin packen, dann kommt der da unter.
Und nochmal Ziegel. So. Ja, habe ich gesehen, dass du dein ganzes Lager fertig gemacht hast. Es ist echt schick geworden, dein Lager. Also wenn ihr mal sehen wollt, wie man richtig schön sowas einrichten kann und wie man mit viel Liebe zu Details es bauen kann, guckt euch gerne mal die Streams an von Google, weil das lohnt sich wirklich. Da kann man eine ganze Menge lernen. Auch ich habe einiges gelernt bei ihm beim Zugucken. Ich lerne ja auch jedes Mal dazu. Ich wäre heute nicht so weit, wenn ich nicht bei anderen Leuten geguckt hätte. Unter anderem auch bei Google viel geguckt habe und bei der Dragon Devilor auch viel geguckt, weil die auch ganz toll bauen kann. Grüße gehen auch raus an euch. Ja, das wäre jetzt die Wand. Das, so wird die Kirche jetzt von innen aussehen. Ich weiß nicht, was meinst du, Google? Wie sieht es aus? Ich finde, das sieht ganz gut aus. Sehr konfus. Aber das soll es auch so sein. Da kommen ja auch Banner an die Wände ran und so. Vielleicht noch zum Schick machen. Mit Altar dran und und. Genau. Ich weiß noch nicht, ob die Pfeiler zum Beispiel, habe ich echt überlegt, ob ich die nur aus Korallen mache. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das ziemlich genial aussieht, wenn man so reinkommt und dann hat man diese Pfeiler, die halt nicht, wenn man von Weitem guckt, halt nicht gerade aussehen, die sind ein bisschen mit Löchern drin versehen sind. Könnte ich mir cool vorstellen. Naja, die Fenster sind kleiner, hast du recht, aber vielleicht muss ich doch höher machen, ne? Und dann komme ich halt mit dem ganzen Dach noch mal ein ganzes Stück höher und dann kommt dann noch das Riesendach oben drüber mit Rundkuppeln. Also musst du so eine Bögen hier bauen. Ja, das ist, ich finde es auch ganz schön flach. Ich will mal kann ich das schon mal wegnehmen, weil das Dach wird hier nicht so passen. Das ist mir schon klar. Das ist aber echt was Neues für mich. Ich habe das noch nie gebaut, so in der Art. Eine Kirche habe ich noch nie gemacht vorher. Ich weiß jetzt auch nicht, was. Das sieht man jetzt natürlich ganz doof. Was habe ich noch nicht an der Stelle? Dann kann ich den da hinsetzen. Jetzt kann ich hier besser sehen. Mal gucken. Dem. Der ist da unten schon mal. Irgendwo muss ich das jetzt wiederholen. Das nützt ja nichts. Zwei übereinander will ich nicht. Mache ich das so. Und da. Nein. Den will ich haben. So. Der dahin. Dahin. Und dann können wir gleich nochmal die Fenster einen höher machen. Ich sehe natürlich jetzt wieder nicht, wo ich den letzten gemacht habe. Wäre jetzt genau gleiche Höhe. Das schaue ich gleich nochmal. Ja, die Fenster sollten auf jeden Fall höher werden. Also mindestens 4 hoch. Ne? 3 ist ganz schön knapp. Also wenn ich die jetzt so mache. Sieht das schon besser aus. Ich glaube, das wirkt schon besser. Das ist wie oben mit dem Turm. Man muss sich das oben länger machen, damit das einigermaßen von unten wirkt. Aber wenn das zu klein ist, siehst du das von unten gar nicht. Das hat dann überhaupt keine Wirkung. Jetzt habe ich hier, vielleicht kann ich mir so ein Muster jetzt ausdenken. Hier könnte ich die Andesit machen, dann könnte ich hier mal gucken. Bruchstein habe ich oben schon drüber. Klettenstein habe ich schon doppelt. Das ist alles gar nicht so einfach. Könnte ich eine Koralle hinmachen, ne? Andesit, Koralle. Ja, fangen wir mal damit an. Sieht Koralle. Ah, ich weiß, wie ich das machen kann. Kann ich von hier gucken? Das ist besser. Da habe ich die beiden drin, habe ich den doppelt drin. Könnte ich den polierten dazwischen packen? Das würde passen und ausreichen. Dann müsste ich jetzt natürlich sehen, was hier ist. Das sehe ich natürlich jetzt wieder nicht. Da ist der. Und ich
den dahin packen und dann machen wir hier einen glatten Stein hin. Hier habe ich unten schon einen glatten Stein, machen wir den dahin. So. Hier kann der hin. Und wir den hinpacken. Ah, au. Ja, Scheiße. Hab ich mich verjagt. Hey. Alter, wo kommt denn der auf einmal her? Oh, habe ich Glück, dass er mir nicht so viel kaputt gemacht hat. Eieieiei. Der muss ja hier irgendwo auf dem Berg rumgelaufen sein. Boah. Eieieiei. Mein Herz. Mein Herz. Hab ich ein Schweine. Hab ich ein Schwein. So. Was könnte ich da am besten hinpacken? Glattenstein. Ich habe auch schon ziemlich viele von den schwarzen mittlerweile gemacht. Dass das auch nicht zu viel werden darf. Habe ich nicht Glattenstein mehr? Ich habe den. Die Erde bräuchte jetzt nicht der. Genau, den wollte ich jetzt da anpacken. Kann der da hin? Dann machen wir hier den hin. Machen wir den hier hin. Mit den glatten rum drüber. Koralle. Da habe ich hier den noch gar nicht drin. Obwohl ich glaube, ich gehe lieber ein Stück weiter. Weil man kann das echt besser sehen von weiter außerhalb. Oder mit dem Creeper eben gerade, ich habe mich echt verjagt, ey. Alter. Also den, da kann ich an der Sitz machen. Das mache ich dahin. Das sieht eigentlich schon wieder doof aus, dass ich da dieses Abwechselnde drin habe. Das ist eigentlich nicht, was ich möchte, aber jetzt habe ich die doppelt, ne? Ich habe es gewusst. So ist es besser, glaube ich. Ja, das passt besser. Sonst too much. Den nehmen wir hier über noch weg, gleich den einen Stein. Dass wir euch bitte davon nicht ablenken lassen. Wen nehmen wir denn da mal? Das passt auch. Dann können wir den da hinpacken. Da hinten habe ich den schon drin. Dann kommt der da oben drauf. Hier kann der hinkommen. Ja, das sieht besser aus. Auf jeden Fall, definitiv. Danke fürs Feedback. Das sieht einfach besser aus. Aber höher werde ich es aber nicht machen, weil sonst wird das Haus nicht einfach zu riesig. Aber ich denke mal, so wird das gut aussehen. Und das mit, was meinst du mit den Pfeilern? Also ich finde das eine coole Idee eigentlich. Wenn ich so die Pfeiler mache, du kommst hier rein und jeder Pfeil geht so hoch. Komplett aus Koralle. Hat was, glaube ich. Klar, wenn man so rauf geht und man dem Rand sieht, sieht das mal doof aus, aber von Weitem geguckt sieht das auf jeden Fall sehr gut aus. Also wenn du nochmal irgendwo Korallenfarmen gehst, du bist da zufällig und kannst welche mitbringen, würde ich mich freuen. Und ich muss auch mal wieder suchen gehen, dann nochmal Farmen gehen. Habe ich hier noch Erde drin, um das wieder aufzufüllen. Habe ich noch, sehr gut. Genau, den weg, dann kann ich den wieder einsetzen und den dahin packen. Und das muss ich die nächste Seite machen. Hier wäre das Ganze auch noch Spitzdach eigentlich oben drauf. Das heißt, ich müsste die ganze Wand hier eh noch überziehen. Und hier drüben ist eh schon schwieriger zu bauen. Weil ich hier eh schon ein ganzes Stück tiefer bin. Kann ich jetzt mal gucken, wie ich das jetzt hier mache. Den habe ich da unten schon verbaut, den habe ich da verbaut. Kann der dahin. Und den dahin. Die nächste Koralle ist da, machen wir eine Koralle dahin. Hier passt der hin. Das
das wäre wieder zu viel. Der kann dahin, dahin. Den Stein hole ich in der Mitte weg, das mache ich gleich von oben. So, aber hier mal gucken, wie gesagt, der kommt ja weg. Das heißt, ich könnte eigentlich den gleichen Stein nach oben packen, weil ich den dann noch wegnehmen werde. Den habe ich da noch nicht drüber. Den dahin packen. Den dahin. Der kommt ja auch wieder weg. Wieder ein bisschen doof, wenn ich den gleichen jetzt nehme an der Stelle. Aber den kann ich dann dahin packen. So. Ich weiß mal gar nicht, ob das überhaupt interessant genug ist, einen Stream damit zu machen. Wenn man so ein Brainstorming machen muss beim Bauen oder gerade bei solchen Sachen, die echt lange dauern und macht irgendwie dasselbe. Ich habe überlegt, ich habe gestern ein Video gemacht von 1 Stunde 40 oder was das war. Und ich habe eigentlich nur den Turm gebaut. Ne? Also wenn ich überlegt, ich habe nur den Turm gemacht mit ein bisschen Dach dazu. Das ist ein Wahnsinn. Also hätte ich nicht gedacht, dass das so lange dauert. Dass man da so lange bei ist. Und ich kann verstehen, wenn Leute dann keine Lust haben, sich das die ganze Zeit anzugucken. Aber okay, so. Und dann kann ich den da hinsetzen, weil der andere daneben sitzt. Und hier mache ich den hin. Die Sternseite lasse ich erstmal weg vorne, weil da muss ich ja eh noch anpassen. Wenn ich das von innen jetzt machen. Fange ich erstmal an, die hinten wegzunehmen, ich das nicht vergesse. So. Der ist rausgefallen. Und den auch. So. Ich mache das ja anders. Man kann das besser sehen, wenn man ein bisschen Abstand hat, dann wirkt das besser auf einen. Ich habe ja nichts davon, wenn ich dann gucke und dann nicht weiß, was ich nehmen soll. So, was haben wir denn hier? Glatterstein, Andesit. Könnte ich jetzt theoretisch, aber schwarz macht da glaube ich nicht so viel Sinn. Nochmal einen Bruchstein setzen, weil der da unten vorgekommen ist. Hier habe ich kaum die Ziegel, das kann ich hier gut machen. Andesit machen. Die Spitze sehe ich jetzt hier nicht, wie das hier ist. Noch mal gucken. Machen wir mal glatten Stein hin. Wie sieht das da aus? Da nehme ich denn den dahin. Den habe ich da unter schon. Mache ich den? Ne, den habe ich daneben schon. Ne? Muss ich den dafür nehmen? Den dafür nehmen. So. So, das bis dahin abgeschlossen. Dann sollen wir nochmal die Steine ein, die ich habe fallen lassen. Das wird hier auch noch die Rundbögen, die hier oben rangehen. Ich will dann einen Bogen rüber haben mit einem kleinen Dach. Das muss also bis über die Fenster rüber gehen. Eventuell muss ich es eh noch erhöhen, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich das machen will. Weil wenn ich jetzt nur einen über ein Fenster habe und ich will einen Bogen machen, entweder mache ich das gerade und gehe runter als Bogen. Das geht auch so. Oder ich gehe so einen Bogen. Aber ich glaube, gerade und runter ist wahrscheinlich sinnvoller. Jetzt komme ich einfach viel zu hoch. Viel zu hoch. Mal sehen, wie es jetzt von oben aussieht. Hier habe ich auch überlegen, ob ich überhaupt das oben begehbar mache, weil dann müsste ich eine ganz lange Treppe hochbauen oder Leitern. Ich habe ein bisschen dicht oben hingemacht. Dann sieht man das jetzt hier von oben. Es ist ein Riesengebäude. Also von meiner ganzen Stadt. Ich habe schon ein paar große Sachen gebaut, aber es ist wirklich, wirklich größer noch als meine Speicher.
Das ist schon, wird irre groß. Und wenn ich mir überlege, dass ich doch das Rathaus dahin bauen möchte hier, auf die ganzen Fläche, und ich mir so ein bisschen von Hamburg das Rathaus vielleicht vornehme, das ähnlich zu bauen, mit mehreren kleinen Türmchen und sowas dran, ist das nochmal eine Nummer größer wie das, was ich jetzt gerade baue. Das wird nochmal sehr interessant werden, würde ich sagen. Ob ich das so mache, weiß ich noch nicht. Auch mit dem Fuß bin ich mir noch nicht sicher, ob ich den. Eigentlich wollte ich den abwechselnd machen mit geschliffenen Diluit, geschliffenen Granit und dann wie so ein Schachmuster komplett durchgezogen. Vielleicht auch mit ein Symbol irgendwie drauf. Das muss ich nochmal gucken. Ich muss auch mal hier die Kuralle wieder farmen gehen. Das ist ein gewaltiges Gebäude. Ich glaube auch nicht, dass ich damit heute fertig werde. Da habe ich deutlich gar nicht die Geduld für, aber ich bin auch schon sehr müde, muss ich sagen. Ich bin jetzt wieder nicht dabei. Gleich eine Stunde. Ich würde das auch nicht so weit in die Länge ziehen. Ich habe ein ganzes Stück geschafft. Das kann ich mir schon noch mal angucken, wie ich das hier mit den Bögen hinkriege, weil mich das eigentlich schon reizt, das vernünftig zu machen. Ich habe, glaube ich, alles noch am Material genug dabei. Die habe ich. Dann kann ich den noch mal auffüllen. Andesit habe ich da noch genug? Nee, muss ich gucken. Weil ich muss den ja auch wieder schleifen. Du musst ihn dann wieder erstmal farmen gehen, sehe ich gerade. Ah, da muss ich dann mal gucken. Dann gehen wir doch mal hier mal hoch. Und fangen einfach mal an. Der sitzt da. Das müssen wir in derselben Manier praktisch weitergehen. Dann geht er hier runter. Da muss der Bogen dahin. Ich glaube, hier werde ich hier aber keine schwarzen Steine reinpacken. Ich denke, das ist dann too much. Einen brauchen wir noch. Und das kommt hier der Bogen hin. Oder mache ich den über zwei? Könnte besser aussehen. Dann müsste ich den auch nochmal wegnehmen. Dann brauche ich da auch ein paar Treppen und Stufen, nämlich den zum Beispiel. Und den dazu. Die habe ich auch. Gucken wir mal. Dass ich jetzt irgendwie den nehme. Den nehme. Und den, weil wir doch, hätte ich doch zusammenlassen können. Mal sehen, wie das jetzt von unten aussieht. Wenn man denn so lang guckt. Und dann läuft das da rüber und das Dach praktisch geht dann auch bis oben ein Stück rauf oder wirklich komplett rüber, das weiß ich noch nicht. Dass man so eine Galerie hat, wo man hier lang geht. Auf beiden Seiten. Oder ob ich das vielleicht ein bisschen kleiner machen muss. Aber die Fenster sind ja hier, das muss da so bleiben. Viel tiefer kann ich ja gar nicht. Weil ich will das Dach auch oberhalb der Fenster. Ich will einen frei haben. Mal schauen. Das ist genauso wie da drüben. Egal. So. Ist jetzt Schnuppe. Dann machen wir es hier anders jetzt. Da habe ich den genommen. Machen wir den dahin. Den da. Das heißt, wir müssen den nochmal wegnehmen. Und können da jetzt. Nein, nicht den Bogen. Sag mal, was mache ich da? Den will ich haben. So. Ich sollte was essen, bevor ich da sterbe, das will ich auch nicht. Mal sehen, wie es jetzt aussieht, wenn ich schon mal zwei habe. Man kann natürlich jetzt hier auch noch mal, was auch mal ganz cool aussieht, wenn ich jetzt den ansetzen würde, könnte ich jetzt auch noch mal hier wie so eine Verdoppelung machen. Das sieht auch nicht schlecht aus normalerweise. Aber eigentlich habe ich den Platz dafür nicht. Also ich wollte das alles noch ein bisschen größer bauen ursprünglich. Aber ich glaube, das wird einfach zu groß. Also wenn man jetzt so schon guckt, ist das ein gewaltiges Gebäude nachher mit Dach drüber. Ich sollte das vielleicht auch nicht übertreiben. Genau. Noch gefällt mir das da oben nicht. Ich glaube, ich werde das ganze Dach, die Wand noch einen höher ziehen müssen.
damit das vernünftig wirkt. So, ich da genommen, ich den dazu. Ich den dahin. Dann nehme ich den. Nehme ich den dahin. Also eine Sieht dahin packen. Kommt der dahin. Und der da. Ich muss noch mehr Stufen holen. Das reicht ja niemals. So. Entschuldigung, wenn ich nicht so viel rede manchmal zwischendurch, dass ein bisschen Stille kommt, aber wenn ich dann konzentriert bin, dann denke ich da nicht dran. Das ist halt aber so. Das ist nicht böse gemeint, aber manchmal muss man sich einfach konzentrieren. So. Welche Dinge habe ich? Den habe ich, den habe ich, den habe ich. Adrenalin habe ich nichts mehr. Außer die paar Treppen, die ich da habe, da muss ich dann so mit auskommen. Kann man später immer noch mal austauschen. Wir haben ein paar Blöcke Bräuche auch noch davon. Den dahin. Den dahin. Dann sind wir schon wieder oben angelangt. Ihr könnt da am besten passen. Sieht den anderen Block dahinter ja nicht. Da habe ich den genommen. Das ist nämlich immer so ein glatten Stein. Mach den da unter. Und geht's da so ran. Und so weiter und so fort. So. Den dahin. Den dahin. Den dahin. Und der. Aber einen brauchen wir hier noch. Den hinsetzen. So. Haben wir das auch hier gleich geschafft. So. Jetzt wird die eine Seite schon mal fertig. Dann geht da der Säulengang so lang. Dann kann ich hinten lang laufen. Kann man hier vielleicht Zäune zwischenpacken, dass man es ein bisschen abgrenzt zum Nachbargrundstück. Hinten kann man einen Kräutergarten bauen. Aber wie gesagt, eventuell mache ich die Wand noch einen höher. Aber das gefällt mir so nicht, weil ich finde das immer schöner, wenn es ein bisschen flacher ist. Vielleicht kommt auch kein Dach drauf, sondern das Dach kommt nur hier drauf. Das heißt, ich muss vielleicht noch zwei höher gehen. Dann könnte ich die Fenster theoretisch auch noch einen Tick höher machen, aber eigentlich passt das ganz gut so. Wenn man von hier guckt, wenn es dann zu hoch ist, weiß ich nicht, ob das so toll aussieht. Das Fenster dann höher ist wie die Bögen. Und das Gleiche müssen wir jetzt auf der anderen Seite nochmal machen. Nur, dass das ganze Stück höher muss. Da will ich meine Gerüste brauchen. Und da werde ich auch ein bisschen Werkzeug brauchen. Fangen wir mal den hinten an. Ich habe jetzt zwei übereinander gesetzt gehabt. Obwohl, ich hab schon abgeteilt. Es war also nicht alles gleich. Kann ich also so lassen. Dann kann ich den hier wegnehmen. So. Da muss ich ein ganzes Stück höher. Ein ganzes Stück. Und ich werde wahrscheinlich mit Material sowieso nicht hinkommen. Und der kommt dahin. Bin schwer zu hoch, ne? So. Muss ich dann so machen. So und so. Das ist ein ganzes Stück höher an der Stelle, weil das ganze Gebäude halt tiefer ist. Aber ich denke mal, das sieht trotzdem cool aus. Ja, gefällt mir ganz gut. Hier ist Abwechslung drin. Hier kann ich nochmal den oberen nochmal tauschen. Kommt dann der drauf. Dann können wir hier den hinpacken. Dann brauche ich mir darüber keine Gedanken machen. Dann habe ich das schon mal fertig.
So. Gemauert, gesetzt davon, jetzt mache ich den hin, den hin. Es fehlt mir ein Stein, ne? Ich habe jetzt keinen Bruchstein mehr hier. Ach doch, das Bruchstein, was habe ich denn da gemacht? Warum habe ich den getauscht? Also. So dahin setzen. Immer darauf achten, dass das nicht genauso ist wie auf der anderen Seite. Und den setzen wir den dahin. Wieder schlafen. Das ist jetzt der dritte Tag, den ich hier am Arbeiten bin. Das ist wieder ein Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Eine Stunde und eine Minute bin ich dabei, okay. Die Bögen machen wir auf jeden Fall noch weiter, weil hatte ich jetzt noch genug Material. Brauchte ich noch irgendwas? Den habe ich da. Habe ich irgendwas nicht mehr dabei? Hab den gestiftet, also den sieht natürlich jetzt nicht mehr, weil ich auch einfach das Material, glaube ich, nicht mehr habe. Ist einfach nicht mehr vorhanden. Auch da nicht. Also ich könnte nicht mal, wenn ich auch, ich könnte mit dem Paar mir noch ein paar machen davon. So, kann ich die mit einbauen. Mal sehen, wie weit ich damit komme. So. Hier unter habe ich jetzt was fein. Da habe ich den glatten Stein. Den wollte ich jetzt nicht nehmen. Mache ich den. 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 Dann kann ich mit die wieder hinpacken. Der dahin. Den, dann müssen wir jetzt die Stufe setzen, zack, das Gegenstück mit oben gegen und das gebe ich nochmal rüber mit dem und mit dem. Und jetzt zum nächsten. Mal aufpassen, nicht runterfallen. Also bis jetzt bin ich noch nicht einmal gestorben, soweit ich mich erinnern kann. Toi, toi, toi. Ich bin ganz schön an Höhenkraxeln hier. Da muss man immer damit rechnen, dass man mal abstürzt. Das ist einfach so. Das ist, ja, so, wenn man so hochbaut. So. 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 Den dahin. Den dahin. Mauert, genau. Mal den oben drauf. Den oben drauf. Jetzt kommt hier oben wieder die Treppe hin. Den dahin. Den dahin. Den dahin und den dahin. Den da unten, dann kann ich jetzt den setzen, den setzen, den setzen, den setzen. Also habe ich den eben schon gehabt, ne? Nee, das möchte ich nicht. Dann muss der dahin. Und dann kommt der nach oben. Immer ein bisschen Abwechslung haben. Den setzen. Den. Haben wir das auch fertig? So. Das sieht auch von da aus nachher ganz cool aus, wenn man so von der Seite guckt. Hätte ich jetzt hier meine Kirche. Sieht von beiden Seiten gleich aus, weil der Höhenunterschied praktisch von hier oben nicht zu sehen ist. Hier ist es dann halt ein bisschen tiefer.
Mal gucken, was ich da so hinbaue noch. Vielleicht mal diese, ich kann jetzt zum Beispiel eine tolle Sitzbank auch machen, dass man so ein bisschen so sitzt. Man kann den Turm so hoch gucken vielleicht. Ja, mal schauen. Vielleicht kommt da ein kleiner Weg lang, ein bisschen Gartenverzierung. Und wie es jetzt von hier so aussieht. Mir gefällt es. Also für meine erste Kirche gefällt mir das sehr gut. Ich war erst mit den Farben halt auch im Überlegen, weil ich halt viele Vorlagen gesehen habe. Da war dann eben viel mit Lehm, aber hier habe ich eben nur zwei Strukturen. Das finde ich ein bisschen langweilig. Da könnte man jetzt noch die braunen Pilze zu packen, aber ich weiß halt nicht, ob das so toll zusammenpasst, wenn man das als Wand macht. Im Fußboden vielleicht, aber an der Wand bin ich mir da nicht so sicher. Müsste ich mal ausprobieren. Habe ich bis jetzt nicht gemacht. Und dann ist das jetzt die Kirche. Kommt es zum Beispiel hier rein? Ich wollte auch erst eine Doppeltür machen, aber ich fand das wichtiger, eine zentrale Mitte zu haben. Mit den Abständen, dass ich eine Einzeltür gemacht habe. Hier können das auch verschiedenfarbige Scheiben rein. Ja, da die muss ich noch farben gehen. Und den Fußboden, das kann ich mir jetzt noch mal angucken, wie das aussieht. Ich bin überlegen, hat wie gesagt mit Diluid und Granit. Vorher muss ich wieder was essen. Das gucken wir uns dann noch mal an, wie das aussieht. So. Machen wir erstmal das raus hier. Zack, was geht, ist mal raus. Jetzt nehmen wir uns den Stein. Und den glatten. Und dann müssen wir uns die noch glatt machen. Da brauche ich mir aber eine Werkbank auf jeden Fall. Was, warum ich hier gar keine stehen habe. Ich dachte mal, hier war eine. Die muss ich ja mal abgebaut haben. Warum auch immer. Und jetzt machen wir den hier. Weil dann kriegen wir mehr Material raus. So. Die kann ich nehmen. Ich habe da auch das Deloid-Zeug da. Was gleich hier nochmal. Da ist jetzt natürlich die Frage, wie das aussehen würde. Wir können aber hier hinten anfangen. Hier sehen wir auch die Säulen schon dazu. Wenn wir jetzt den zum Beispiel setzen, abwechselnd mit dem vielleicht, dann den, dann hätten wir wieder den anderen. Wieder abwechselnd, dass wir immer das gleiche Muster jetzt reinkriegen. So. 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 Nein, verkehrt. Da muss das grobe Ding hin. So. Dann kommt der daneben. Dann habe ich natürlich den glatten muss er sein und dann hier den glatten. Als Fußboden. Könnte mir das schon ganz witzig vorstellen, da ist also genug Bewegung drin. Ne? Dann würde ich jetzt mit denen anfangen. Den setzen. So. So, dann mal das aufteilen. Ne? Ich nehme erst den. Den. Dann ist das mal die gleiche Reihenfolge. So, den hinsetzen. Dann wird das so aussehen als Fußboden. Mit der ganzen Fläche mal überlegen, wie das denn aussieht. Also wird immer so ein Muster drin. Können auch sehr konfus, also es sieht ja schon sehr konfus durch die Wände aus, könnte auch zu viel sein. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich werde noch ein paar Reihen machen müssen, um das zu gucken. Habe ich das jetzt eigentlich falsch gemacht? Ich habe ja jetzt mit der Leuchte weitergemacht, wo ich ihn aufgehört habe. Ich habe den. Jetzt habe ich hier den glatten. Das müsste ich hier theoretisch mit den glatten anderen anfangen. So. Dann wieder hier. Eins, zwei. 3, 4.
1, 2, 3, 4, 1, 2. Und jetzt muss ich hier wieder gucken, was ich hier gemacht habe. Also praktisch der, wenn ich den hätte, das drei Felder dazwischen. Normal müsste ich jetzt. Wie habe ich das denn gemacht? Habe ich hier den Nächstlinien genommen? Das ist der, der. Müsste ich jetzt eigentlich mit denen anfangen. So. So. Nein. Muss ich hier jetzt den groben nehmen. So. Muss ich jetzt wieder den glatten nehmen. Aber jetzt von den, nee, von den weißen jetzt in diesen groben, genau, weil hier die Reihenfolge wieder die gleiche ist im Endeffekt. Logisch. Dann wäre das jetzt der, dann müsste der dahin. So wird das dann aussehen. Kommt ja noch was raufgestellt, ne? Kann ich mal von oben gucken. Erstmal schlafen eine Runde. Tag Nummer 4. Ich glaube, ich lasse das so, mache so weiter. Müsste jetzt der Glatte wieder kommen. So. Glatt, glatt. Kommt auch wieder der Glatte. Probe. Stupide Arbeit. Aber das konnte ich immer schon ganz gut. Also selbst wenn es darum geht, einen Berg aufzubauen, abzubauen oder was aufzubauen oder in der Kanalisation etwas zu bauen oder einen Berg abzutragen oder auszuhöhlen. Auch für den Kaktus haben. Ich habe da irgendwie immer die Geduld für gehabt. Ich weiß, das war, ist eine Schweinearbeit. Macht auch nicht so viel Spaß, aber wenn man am Ende da was davon hat und das gut aussieht, dann ist man auch zufrieden. Dann muss jetzt der Glätte dahin. Ne, warte mal, das muss jetzt rot sein. Grob, grob, dann kommt jetzt der Glätte hiervon. Ich mache das absichtlich jetzt in der Reihenfolge. Ich könnte jetzt auch die Reihe so durchziehen. Aber ja, komme ich durcheinander, so weiß ich mal, es passt. Ist aufwendiger. Aber denkt man, es lohnt sich. Glatt, glatt, grob, grob, glatt, glatt, grob, grob, glatt. Zu viel. Glatt, grob, grob, dann muss hier das Blaue hin. So. Grob. Ich habe mich vertan, ne? Ja, was haut nicht hin? Ja, was haut da nicht hin? Bin ich zu schnell gewesen, verrutscht. So. Ich habe es gleich gesehen. Das wäre ärgerlich, wenn ich da alles mal abbauen müsste und dann mal von vorne anfangen müsste. Wer will denn sowas? Also ja, niemand. So, so.
Jetzt muss der dahin. Too much. So. Und dann wieder glatt und glatt und grob und grob und glatt. Ich muss da noch neue Steine holen, das wird ja nicht reichen. Obwohl, die habe ich noch welche von, die können da mit hin, die können dahin, die können dahin. Ah, ich habe eigentlich noch genug. Ah, cool, brauche ich gar nicht. Ich habe genug gemacht. Okay, dann habe ich jetzt den hier. Den, dann habe ich den, dann musst du den. Ich muss jetzt nochmal loslegen. Ich bin auch allein auf dem Server. Ich weiß nicht, ob du Google, möchtest du das, was du angefangen hast zu bauen, ja, wie jetzt schon mal vorher farmen gehen, weil du sagst, du brauchst so viel Schwarzstein. Macht das ja vielleicht auch Sinn, dass du das nicht unbedingt im Stream hast. So und so. Und jetzt kriege ich das auch noch. Dankeschön. Ich habe noch kein Dach über dem Kopf. Hauptsache kein Gewitter. Kommt hin, kommt hin, kommt hin. So, 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 so. Gleich geschafft. Wenn ich mich nicht verbaue. So, so und so. Muss ich hier hinten gucken und der glatte hin, der grob glatt. Grob, glatt, glatt, grob, grob, glatt, glatt. Oh, ich merke, dass ich müde werde. Ich scroll ganz oft drüber weg, muss mich voll konzentrieren hier. So. Hat schon was Episches, finde ich, der Fußboden. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Das müsste ja hier wieder Eiche sein. Ich stelle mich davor. So. Das müsste dahin. Das heißt, da habe ich jetzt den davor und den davor. Hier stehen geblieben, dann kommt jetzt der Glatte davon und läuft da rückwärts. Und jetzt habe ich hier vorne den nächsten Glatten und dann kommt die dahin. Glatt, grob, grob, glatt. Too much. Jetzt müsste hier wieder der Grobe hinkommen.
dahin und der gute dahin. Der glatte hin, der glatte. Das sollte eigentlich jetzt hinhauen. Das heißt, ich kann ja den jetzt hier erweitern und muss jetzt den dahinter packen. Das kann man ja hier an den Aufbau jetzt sehen. Das heißt, der kommt dahin. Dann muss der glatte dahin. Und im Eingangsbereich habe ich jetzt normalerweise jetzt den glatten davor. So. Also kommst du jetzt rein und hast hier komplett dein Fußboden fertig. Ich meine, damit habe ich auch eine ganze Menge geschafft. Ist natürlich sehr hell, aber wenn man da auch ein bisschen Beleuchtung reinbringt und dann ein bisschen den Raum noch verziert und auch die Säulen so macht, ja, so muss ich mir auf jeden Fall noch was für holen. Da muss ich mal farmen gehen. Das werde ich jetzt heute nicht mehr machen. Ich denke mir, ich werde den Stream jetzt hier beenden. Hab jetzt ein bisschen was geschafft. Die Wand rum ist gezogen. Die hintere Wand lasse ich immer so stehen, weil die läuft nachher spitz oben zusammen. Oder das Dach läuft vielleicht auch da abwärts. Also viele Kirchen haben ja praktisch ihr Kirchenschiff. Und am Ende fällt es dann runter. Das heißt, da bräuchte ich dann theoretisch auch nichts mehr machen. Vielleicht erhöhe ich die Wände auch nochmal. Dafür muss ich dann erstmal Material farmen. Fußboden, denke ich mal, den kann ich so erstmal lassen. Finde ich eigentlich ganz witzig so. Vielleicht könnte man noch Symbole reinbringen, aber wenn daher hier doch die Bänke draufstehen und die Pfeiler fertig sind und man Beleuchtung reingebracht hat, der Altar fertig ist, vielleicht sogar noch einen Teppich in die Mitte macht, so einen roten Teppich, der komplett durchläuft, dann sieht das, glaube ich, schon richtig cool aus. Ich denke mal, das bleibt so. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Vitax. Ciao, ciao.